Wenn Raubtiere auf der Jagd sind, versuchen sie, ihre Beute von der Herde zu isolieren. Aber das gelingt nicht immer. Wenn jedoch einer der ihren gefangen wird, zieht die Herde oft weiter, weil sie nichts riskieren will. Hast du schon einmal eine Büffelherde gesehen, die einen ihrer eigenen Tiere sterben lässt? Und was ist mit deinem Gnu? Wenn du ein paar herzzerreißende Momente sehen willst, dann schau weiter. Denn wir sehen uns Tiere an, die ihre Freunde während epischer und brutaler Kämpfe im Stich lassen. Nummer 15. Büffel verlassen ihren Partner. Es ist unglaublich zu sehen, wie zwei Löwinnen aus einem Rudel eine Büffelherde auf zwei männliche Löwen aus einem Rudel hetzen. Die vier waren froh, die Mahlzeit zu teilen. Doch der Feind meines Feindes ist mein Freund, passierte den Büffeln, als die Löwen aus dem Rudel des Männchens kamen und ein riesiger Kampf ausbrach, bei dem der Büffel eine große Chance hatte zu entkommen, obwohl er ein wenig hinkte. Die Herde hatte den Büffel im Stich gelassen und es ist der aggressiven Persönlichkeit der Katzen zu verdanken, dass dieser Büffel entkommen konnte. Nachdem das Löwenrudel einen Büffel erlegt hat, kommen einige der Freunde des Büffels zu ihm und versuchen herauszufinden, wie sie ihm helfen können. Aber Ideen sind schwer zu bekommen, also beschließen die Büffel, ihren Freund mit seinen eigenen Problemen fertig werden zu lassen und gehen weg. Als der Büffel vom Rest der Herde isoliert wird, behauptet er sich und kämpft mit allen Mitteln gegen die Löwen. Aber die Löwen sind in der Überzahl und schlagen ihn nieder. Die Herde ist nirgends zu sehen, obwohl sie am dringendsten gebraucht wird. Nummer 14. Krokodil frisst Nilpferd. Normalerweise bleiben Nilpferdbabys in der Nähe ihrer Mütter, aber dieses Nilpferdkalb scheint alleine spazieren zu gehen oder seine Mutter hat es einfach ausgesetzt. Was auch immer der Grund war, es sah sich dem Sensenmann gegenüber und wurde von ein paar fiesen Krokodilen verschlungen. Sie rissen ihm Fleischstück aus dem Körper und du kannst sehen, dass die meisten von ihnen Blutflecken am Maul haben. Ein Nilpferd wurde zum Sterben in einem Wasserloch zurückgelassen und es dauerte nicht lange, bis eine Armada von Krokodilen den Kadaver durchwühlte. Die ausgehungerten Reptilien füllen ihre Mägen, ohne sich zurückzuhalten. Unter all den Gnus, die während der großen Migrationssafari getötet wurden, schafft es irgendwie ein Nilpferdbaby, in die Fresswut der Krokodile zu geraten. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass Krokodile ein Nilpferdbaby fangen und töten, wenn es von seiner Mutter begleitet wird. Vielleicht war das Nilpferd krank und wurde von seiner Mutter ausgesetzt. Oder es war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Als Schaulustige eintrafen, tauchte eines der großen Krokodile aus dem Wasser und zog das bereits tote Nilpferd hoch. Es ist ganz normal, dass Krokodile ihre Beute unter Wasser verstecken. Ein zweites großes Krokodil kam hinzu und dann ging es los. Es dauerte nicht lange, bis der Rest der Krokodile mitmachte. Man weiß nie, was man auf einer Safari zu sehen bekommt. Nummer 13. Wildhunde töten Kudu. Es ist selten, dass Wildhunde so weit gehen und ein Gewässer betreten, um eine Beute zu machen. Aber dieser Kudu ist riesig und das bedeutet mehr Futter für das Rudel. Der Kudu hat außerdem große Hörner und ist den Hunden im Wasser überlegen. Er ist viel größer als sie und die Hunde können sich im Wasser nur schwer auf den Beinen halten. Also beschließen sie, die Jagd aufzugeben. Dieser Kudu befindet sich ebenfalls in einem Gewässer, aber diesmal sind die Hunde aggressiver und ziehen das Tier aus dem Wasser, bevor sie es zum Schlachthof bringen. Dieser Kudu hat sich verirrt und ist auf einer unbefestigten Straße gelandet, bevor er von einem Rudel ausgehungerter Wildhunde überfallen wurde, die ihre Beute im Handumdrehen ausweideten. Der Kudu rennt geradewegs zum Wasser, um dem Griff der Wildhunde zu entkommen. Aber die Hunde schaffen es, ihn zu Boden zu reißen, bevor das Tier das Wasser erreicht. Sie reißen dem Kudu die Eingeweide und alles andere aus dem Hintern und dann ist es für das arme Tier vorbei. Nummer 12. Schwan gegen Gans. Dieser Schwan ist zum ersten Mal Vater und sieht die Gänse als Bedrohung für sein Revier und seine Familie. Er wird sein Bestes tun, um sie zu ertränken oder zu verjagen. Schau dir an, wie dieser Schwan eine Gans unerbittlich angreift und dir nicht erlaubt, nach Luft zu schnappen. Die Gans ertrinkt schließlich und stirbt aufgrund der ständigen Angriffe des Schwans. Dieser Schwan beschließt, eine Gänsefamilie anzugreifen, aber die Gänse bleiben ein paar Sekunden lang standhaft, bis der Schwan eine der Gänse aus dem Wasser jagt. Die Strategie funktioniert und die Gänseküken sind in Sicherheit. Nummer 11. Pavian jagt Flamingo. Dieser Pavian geht auf Beutejagd, wenn er durch das Wasser rennt, um einen rosa Flamingo zu schnappen. Und gerade als du denkst, dass er mit leeren Händen herauskommt, macht er einen Treffer. Dieser Pavian versucht, diesen Flamingo für sein Mittagessen vorzubereiten, aber es sieht so aus, als wäre das das erste Mal, dass er das tut. Er packt den Vogel am Hals, beißt ihm in den Kopf und in die Brust und springt dann mit dem Vogel im Maul in die Luft, wobei er noch lebt und die Federn überall herumfliegen. Ich meine, die Küche dieses Kerls ist ein einziges Chaos. Wenn ein Pavian anfängt, sie zu jagen, fliehen die Flamingos und der Pavian springt in die Luft wie ein Feldspieler, der versucht, einen Ball zu fangen, der über den Zaun fliegt, und macht dabei einen erstaunlichen Satz.
Ostafrika, der große Grabenbruch, ist ein Land im ständigen Wandel. Am Bogoria-See leben Flamingos und Paviane friedlich nebeneinander. Beide teilen sich diese Landschaft und alles, was sie zu bieten hat. Sie sind vielleicht nicht kompatibel, aber sie können es sich leisten, inmitten des Reichtums von Bogoria gleichgültig zu sein. Nach einer erfolgreichen Brutsaison versammeln sich im Juli fast 4 Millionen Flamingos entlang der Nähte des großen Grabens. Sie verstopfen die Buchten und überrumpeln die Einheimischen. Die Paviane, die das ganze Jahr über hier leben, kommen nicht umhin, die große Zahl der Neuankömmlinge zu bemerken. Manche Paviane haben noch nie so viele Flamingos gesehen und manche sind unsicher, wie sie sich verhalten sollen. In Bogoria gibt es so viele Vögel, dass sie übereinander stolpern, wenn sie versuchen zu fliehen. Paviane essen Fleisch, aber nicht regelmäßig. Für diese Schönheiten ist es ganz einfach, sich zwischen Früchten und Fleisch zu entscheiden. Ein so gut koordinierter Angriff auf Flamingos ist selten zuvor gesehen worden. Die Paviane laben sich an den rosafarbenen Federn und den purpurnen Blüten der anmutig wartenden Vögel. Die Primaten haben eine neue Geschmacksrichtung entdeckt, nach der sie nun süchtig sind. Vielleicht ist dies die kalte, gleichgültige Art der Natur, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Nummer 10. Löwen von Büffeln getötet. Auf unserem Forscherbild sehen wir ein paar Löwen, die einige Büffel im Wasser angreifen, und die Hörner des Büffels scheinen die perfekte Verteidigungslinie zu sein. Zwei Löwen aus dem Kambula-Rudel haben es auf eine Herde von 600 starken Büffeln abgesehen. Ich weiß nicht, was sie vorhaben, aber ich hoffe, sie haben Luftunterstützung und ein paar Raketenwerfer dabei, wenn sie auf diesem Schlachtfeld etwas erreichen wollen. Die Löwen tun das, was sie am besten können, und das ist, einen der Büffel zu isolieren. Sie schaffen es, ihn in einer Schlammgrube zu erlegen, aber ein paar andere Mitglieder der Herde statten ihnen einen Besuch ab und schicken die Löwen weg. Das Rudel hat wohl vergessen, die Verstärkung zu schicken. Die Löwin steckt in der Klemme, gefangen und umzingelt von einer Büffelherde. Die Büffel trampeln auf der Löwin herum und greifen sie mit ihren Hörnern an. Die Löwin versucht zu fliehen, aber sie kann nicht entkommen und wird schließlich von der Herde getötet. Die neue Koalition der männlichen Löwen in den Gebieten um Kaingo und Mwamba stellt ihren Mut unter Beweis, als sie sich gegen eine Büffelherde behauptete. Eine Hyäne beobachtete sie eine Weile und machte sich Notizen, verschwand aber schnell wieder, als die Büffel ihren Zug machten und die Löwen verjagten. Als ein Löwenrudel einer Büffelherde auflauert, wird ein junges Kalb von einem der Löwen angegriffen. Die Mitglieder der Herde fordern die Löwen heraus und geben nicht nach. Aber als sie sich dem Kalb nähern und die Löwen kurzzeitig verjagen, ziehen sie nicht weiter und die Raubkatzen schnappen sich das Kalb erneut. Die ganze Herde sieht zu, wie die Löwen das Kalb vertilgen. Während dieser Jagd sorgt ein Kaffernbüffel für Aufruhr in der Herde, als einen Löwen tötet und einige andere verletzt. Stell dir vor, wie mächtig dieses Tier ist, wenn es den Löwen so etwas antun kann. Ein anderer Büffel kommt seinem Freund zu Hilfe, sodass die beiden Tiere davonhuschen können, während das Rudel aufgibt und seine Wunden leckt. Nummer 9. Hyänen jagen Büffel. Hyänen sind erfahrene Jäger und diese Hyänen zeigen uns ihre Talente, als sie ein einsames Büffelkalb wegschleppen, um es zu fressen. Es sieht so aus, als ob die Mutter es verlassen hat und dies sein Schicksal war. Hyänen sind als Aasfresser bekannt, aber hin und wieder müssen sie ihre eigene Beute jagen und töten. In diesem Video werden wir Zeuge einer ziemlich brutalen Tötung, als die Hyänen ein Büffelkalb angreifen, das zu fliehen versucht. In ihrer Überzahl versuchen sie alle ein Stück von dem Tier abzubekommen und ziehen sogar seine Eingeweide heraus, bis sie es überwältigen. Doch kurz nachdem die Hyänen das Kalb getötet haben, taucht ein mächtiger Löwe auf und die Hyänen beschließen, die Beute aufzugeben. Ein anderes Kalb ist auf sich allein gestellt und muss sich gegen das Gebrüll der Hyänen verteidigen. Die erfahrenen Hyänen brauchen nicht viel Zeit, um das Jungtier zu erlegen und aufzufressen. Der ausgewachsene Büffel leidet entsetzliche Schmerzen, weil die Hyänen ihn bei lebendigem Leib auffressen. Der Büffel versucht zu fliehen, aber wenn die Hälfte deiner Eingeweide aus deinem Körper heraushängt, ist das ziemlich schwierig. Der Büffel nimmt sein Schicksal an und erträgt die Tortur. Nummer 8. Hunde greifen eine Schlange an. Diese 5 Hunde umzingeln eine Königskobra und greifen sie an. Die Hunde packen die Kobra und ziehen sie in ihre eigene Richtung, wodurch der Körper der Schlange stark beansprucht wird. Durch das viele Ziehen und Beißen töten die Hunde die Schlange schließlich. Dieser Rottweiler sucht nach einer Schlange, die sich zu verstecken versucht. Aber der Hund findet die Schlange, beißt sie und wirft sie in die Luft. Die Schlange versucht sich zu wehren, aber sie ist in keiner guten Verfassung, nachdem sie mehrmals von dem Hund gebissen wurde. Die Schlange sieht Sterne, Meteore und Kometen, nachdem der Hund mit ihr fertig ist. Was für ein Angriff dieses bösartigen Hundes, der es schafft, die Schlange mit geschlossenen Augen zu töten. Nummer 7. Geparden-Rudel auf der Jagd. Die Wanderung der Gnus ernährt viele Raubtiere, wie den Geparden. Wilde Liebhaber beobachteten, wie eine Gnu-Mutter ihr Kalb verteidigte. Leider ist sie es, die von den Geparden erlegt wurde. Der für die Safari verantwortliche Führer sah den Abschuss voraus und positionierte sein Fahrzeug genau an der richtigen Stelle. Die Gepardenkoalition nutzte den LKW als Tarnung, um sich an die Herde heranzuschleichen, und sie arbeiteten zusammen, um das große Tier zu erlegen. Sie erfuhren, dass Geparden sich an frischem Fleisch satt fressen und den Rest für andere Tiere
Raubtiere übrig lassen. Wenn Löwinnen ihre Beute töten, frisst die Rudel tagelang von der Beute, bis der Geruch so schlimm ist, dass sie verschwinden. Aber Geparden haben diesen Luxus nicht, weil sie zu klein sind, um ihre Beute gegen Piraten wie Hyänen und Schakale zu verteidigen. Männliche Geparden jagen manchmal in Rudeln, während Weibchen alleine jagen. Diese Männchen sind häufig Brüder und bilden lebenslange Bande. Wenn sie als Gruppe zusammenarbeiten, können sie es mit größeren Beutetieren wie diesen Gnus aufnehmen. Wenn die Brüder hungrig sind, kann sie selbst das schlechteste Wetter nicht aufhalten. Der Ferrari der Tiere kann in 3 Sekunden von 0 auf 100 sprinten. Aber bei einer so hohen Temperatur könnte er sterben, wenn er nicht nach 300 Metern wieder anhält. Deshalb haben sie eine Koalition gebildet, um zusammenzuarbeiten. 2 weitere Katzen schließen sich der Gruppe an. Dieses Mal mit frischen Beinen. Die Geparden würgen das Gnu zu Tode, sobald es zu Boden gebracht wurde. Das ist eine gefährliche Bande von Brüdern. Die Geschwindigkeit dieses Geparden ist erstaunlich, als er ein kleines Impala jagt. Nachdem er es getötet hat, bringt er es an einen diskreteren Ort, wo die ganze Familie es genießen kann. Nummer 6. Löwenrudel greift Nilpferd an. Dieser Kampf dauerte über 2 Stunden und wenn man sich die Kampfnamen auf dem Nilpferd ansieht, war es kein Zuckerschlecken für die Raubkatzen. Das Nilpferd kämpfte hart, aber wenn eine Horde Löwen nach dir beißt und kratzt, ist es fast unmöglich zu überleben, selbst wenn du ein mächtiges Nilpferd bist. Dieses Nilpferd versucht zu fliehen, aber die Löwen sind ihm auf den Fersen. Als es zu Boden fällt, ruft es am besten seinen Priester an, damit er es segnet, denn bald ist es vorbei. Das Nilpferd brüllt vor Schmerz, aber es kann nichts dagegen tun. Das Nilpferd ist gezwungen, einen neuen Badetümpel zu finden, aber es muss dem Löwenrudel trotzen, um Zugang dazu zu bekommen. Du kannst die ganzen Bissspuren auf dem Nilpferdkörper sehen, während es versucht, die Großkatzen zu verjagen. Die harte Arbeit des Nilpferds zahlt sich aus und das Löwenrudel beschließt, sein Picknick woanders abzuhalten. Nummer 5. Zebras werden von der Herde getrennt. Ein Leopard versteckt sich im hohen Gras, in der Hoffnung, ein paar ahnungslosen Zebras aufzulauern. Als der Leopard zuschlägt, schaffen es die Zebras schnell genug zu rennen, um das Schlimmste zu verhindern. Leoparden sind keine riesigen Katzen, deshalb ist es für die verstohlene Katze nicht leicht, ein Zebra alleine zu erlegen. Dieser Leopard hat gerade ein riesiges Zebra getötet und kann es nun auf einen Baum tragen. Auch wenn es keinen Löwen besiegen kann, besitzt dieses Tier eine unglaubliche Kraft und Beweglichkeit. Als er an seinem Ziel ankommt, ist er zwar erschöpft, aber wenigstens kann er sein Abendessen in aller Ruhe zu sich nehmen. Zumindest bis er das Zebra auf den Boden fallen lässt. Nummer 4. Wildhunde gegen Nyala. Ein Rudel von 8 afrikanischen Wildhunden, auch bekannt als Painted Dogs, hält in dieser schockierenden Begegnung mit Wildtieren ein junges Nyala-Männchen an einem Zaun fest. Sie geben hohe Laute von sich, die als Zwitschern bekannt sind, um ihre Beute zu verwöhnen, mit anderen Rudelmitgliedern zu kommunizieren und die anderen Rudelmitglieder zu warnen, dass eine Tötung bevorsteht. Dieser einsame Wildhund versucht, einen Nyala-Bullen aus dem Wasser zu ziehen. Aber der Bulle ist groß und für einen einzelnen Hund zu schwer zu tragen. Der Hund lässt nicht los und zieht weiter, aber der Bulle ist hartnäckig und versucht, im Wasser zu bleiben. Irgendwann muss er nachgeben. Der Hund zieht das Nyala schließlich aus dem Wasser und dann wird es für das arme Tier ungemütlich. Der Hund ist fest entschlossen, das Tier zu erlegen und es gelingt ihm schließlich auch. Draußen gab es einen Aufruhr, also gingen die Naturfreunde hin, um nach dem Tier zu sehen. Es war eine wirklich dramatische Szene, die sich da abspielte. Es mag wie eine grausame Todesmethode aussehen, aber sie kann sehr effektiv sein. Obwohl sie extrem selten sind, gehören Wildhunde zu den effektivsten Jägern des Kontinents und zu den unterhaltsamsten Safaritieren, die man so beobachten kann. Durch illegale Jagd, Vergiftung und Wilderei sind diese Tiere allerdings fast ausgerottet worden. Nummer 3. Krokodil beißt Elefanten in den Rüssel. Beobachte, wie dieser riesige Elefant ein Krokodil in letzter Sekunde bemerkt, kurz bevor er seinen nächsten Schritt macht. Das Krokodil dachte sich, dass es schnell weg muss, bevor der Elefant es in eine Brezel verwandelt. Wenn ein Krokodil ein Kälbchen im Beisein seiner ganzen Familie angreift, greift keiner der erwachsenen Elefanten ein. Dieses Kalb feierte wahrscheinlich gerade einen Jahrestag oder sogar seine Erstkommunion, als das Krokodil beschloss, alles zu ruinieren. Aber als die Mutter des Kalbes merkt, was vor sich geht, greift sie das Krokodil an und rettet ihr Kalb. Als das Krokodil aus dem Wasser auftaucht und nach dem Rüssel des Elefanten schnappt, bekommt er den Schock seines Lebens. Der Elefant schüttelt seinen Kopf hin und her und geht sogar auf das Krokodil zu, um zu versuchen, es zu schlagen. Es gelingt ihm schließlich, sich zu befreien. Als das Krokodil sah, dass das riesige Tier auf es zugeht und es zerquetschen wollte, ließ es los. Dieser Elefant nimmt gerade ein Schlammbad, als ein riesiges Krokodil direkt an ihm vorbeischwimmt, ohne das riesige Tier zu stören. Der Rüssel des Elefanten sieht aus wie ein Periskop, wenn er aus dem Wasser auftaucht. Nummer 2. Löwe tötet Gnu. In diesem Video jagt ein männlicher Löwe eine kleine Gnu-Herde und zwingt eines der Tiere in eine Schlammgrube. Man kann sehen, wie der Löwe das Gnu im Schlamm erstickt, während ein anderer Löwe im Hintergrund steht. Als der zweite Löwe eintrifft, ist das Gnu bereits tot und die Löwen beginnen zu fressen. Eine schöne warme Dusche wäre vor dem Fressen schön gewesen. Wascht euch doch wenigstens die Hände.
Ein Löwe pischt sich an ein ahnungsloses Gnu heran und das Einzige, was die Raubkatze ergattern kann, ist der Familienschmuck des Gnus. Autsch, das muss wehtun. Nachdem das Gnu kastriert wurde, beendet die Raubkatze ihre Arbeit. Die Herde überquert den Fluss, aber eine Löwin wartet auf sie, während sie das Flussufer erklimmt. Ein unglückliches Gnu wird abgefangen und zur Strecke gebracht, aber nicht ohne eine Menge harter Arbeit. Als ein männlicher Löwe auftaucht, macht das fleißige Weibchen dem Meister Platz, damit er fressen kann. Ich schätze, die Löwen haben noch nichts von Gleichberechtigung gehört. Ein Gnu kommt aus seinem Graben gerannt, mit einer Löwin auf dem Rücken. Andere Löwen sind auf der Suche nach mehr Beute, obwohl diese große Katze die Beute bereits gemacht hat. Wenn man im Busch lebt, gibt es wohl nie genug Futter. Nummer 1. Hyäne gegen Gazelle. Hyänen sind keine Flitzer, aber sie wissen, wie man jagt. Diese Hyäne hat es auf das junge Rehkitz abgesehen, weil es viel langsamer war als die größere Gazelle. Es ist eine kleinere Beute, aber es ist besser, etwas Kleines zu essen als gar nichts. Diese Hyäne hat gerade eine junge Gazelle erlegt. Nachdem sie gegraben und etwas von dem Fleisch gegessen hat, beginnt der Aasfresser, die Knochen des toten Tieres zu zerkleinern. Diese Hyäne findet ein Reh auf dem Boden, aber ich bin mir nicht sicher, ob es schon tot ist. Die Hyäne zieht es näher heran, aber das Video bricht ab. Einige dieser Opfer taten mir leid, weil sie sich alleine durchschlagen mussten. Aber so ist es nun mal im Busch. Welches war dein Favorit? Lass es uns doch in den Kommentaren unten wissen. Das war unser Blick auf Tiere, die ihre Freunde während epischer und brutaler Kämpfe im Stich lassen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns bitte einen Like und lass uns in den Kommentaren wissen, was du denkst. Schau doch unsere anderen Videos an und abonniere sie, um dabei zu sein. Klick auf das Benachrichtigungssymbol, damit du unsere neuen Videos siehst, sobald sie hochgeladen werden. Das war's für den Moment.